Ja, hallo miteinander, mein Name ist Adrian Zimmermann. Ich stehe hier stellvertretend für Matthias Schreiber von der Typo 3 GmbH. Er ist leider krank und kann nicht hier sein, sodass ich das hier mache. Ich bin von der Snowflake, wir arbeiten seit 17 Jahren, also fast seit Beginn vom CMS mit Typo 3. Entwickelt wurde das System ursprünglich von Kasper Skarhøy, einem Dänen, der es in 1997, also genau 20 Jahre, unter GPL veröffentlicht hat. Das System ist dann stark gewachsen seit dieser Zeit, vor allem in den Nullerjahren, wo wir dann auch dazu gestoßen sind. Wir haben dann, um das System richtig zu kanalisieren und zu fördern, eine Typo 3 Association gegründet, einen Verein, der die Community kanalisiert und fokussiert. Später dann, gerade letztes Jahr, weil das System immer noch sehr stark wächst, haben wir dann von dem Verein her, also der Verein ist Besitzer dieser Typo 3 GmbH, diese GmbH gegründet, die nun noch professioneller das System unterstützt. Das heißt, wir dürfen jetzt auch Personen anstellen, wie zum Beispiel Marketing oder Product Manager, was beim Verein nicht möglich war. Somit gibt es ein Ökosystem, natürlich, wo zu oberst und das Wichtigste die Community ist. Aus dieser Community ist dann die Typo 3 Association entstanden und eben, wie gesagt, die GmbH. Und natürlich ist es auch wichtig, Partner zu haben, Agenturen wie wir, sodass es jetzt ganz neu auch offizielle Partner gibt, die mit der GmbH dann zusammenarbeiten. Ein paar Zahlen zum System. Eindrückliche Zahlen, wie ich finde, also inzwischen über 9 Millionen Downloads aus SourceForge. Das ist nur SourceForge. Es gibt noch andere Quellen. Wir können das nicht noch genauer messen, aber es werden noch einige mehr sein. Rund 500.000 öffentliche Websites. Das sind Websites, die man messen kann. Es gibt natürlich noch unzählige Intranets dazu, die nicht hier drauf sind. Und jetzt die Zahl, die wohl am meisten beeindruckt. Welches Closed-Source-System kann schon von sich behaupten, dass es 79.000 Entwickler hat weltweit, registrierte Entwickler, die helfen, dieses System noch besser zu machen und sicherer zu machen. 1790 Extensions, die frei verfügbar sind für das System, und es gibt eine ganz klar deklarierte Roadmap, die 3 Jahres Long-Term Support Releases für die Major Releases rausgibt. Das wird dann auch von der GmbH natürlich gemaintained. Außerdem, ganz wichtig für die Community, gibt es zahlreiche Events. Begonnen hat das mit einer schönen Anekdote im 2001, wo Kasper Skarhøy, dieser Urheber des Systems, in einer Werbung gesehen hat, dass Webentwickler eigentlich snowboarden müssen. Hat er gedacht, ja, können wir auch. Ist aus Dänemark nach Österreich gefahren mit einer Handvoll Entwickler. Wir waren auch dabei von der Snowflake. Und so kam der erste T3-Board-Event zustande, wo man dann generdet und gesnowboardet hat. Und das war der erste Event. Heute gibt es natürlich Dutzende Events das ganze Jahr in allen Ländern. Dann auch ganz witzig, das neue Programm Senior Junior. Also man kann, die GmbH ist in Düsseldorf, man kann da seine Juniors hinschicken. Die werden dann in 3 bis 6 Monaten oder auch länger ausgebildet zu Typo 3 Spezialisten. Zertifizierungen haben wir und wie gesagt das Partnerprogramm. Hier ein paar Brands, die oberen 2 sind internationale Brands, die unten sind Sachen, die wir gemacht haben mit Typo 3, und da sieht man auch, was Balthasar Glättli heute Morgen gesagt hat, man kann natürlich Synergien nutzen, zum Beispiel zwischen den Kantonen mit dieser Vereinssoftware. Herzlichen Dank, ich bin durch damit. Wir sind draußen noch am Stand verfügbar, falls noch Fragen sind. Danke. Cool.